Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Da Lars ja heute Morgen schon die Vorhersage bis einschließlich dem kommenden Wochenende gemacht hat, können wir uns jetzt ganz in Ruhe mal der Mittelfrist und auch dem Spekulationsbereich widmen. Denn an der Großwetterlage, da wird sich in den nächsten 7 bis 10 Tagen doch grundlegend etwas tun über Europa bzw. auf der kompletten Nordhemisphäre. Das heißt, da wird sich wohl einiges umstellen. Es wird noch spannend werden, ob uns auch vor allem deutlich kältere Luft noch im Verlauf des März aus Osten erreicht. Alles der Reihe nach. Ich will starten wieder, ein bisschen insidermäßig, auch mit einem Update nochmal zum stratosphärischen Polarwirbel. Da wird immer wieder nachgefragt, deswegen schiebe ich kurz ein Update rein und wir schauen uns den Verlauf der Zonalwinde an. Zunächst mal, es erfolgt die dritte große Störung des Polarwirbels nun ziemlich sicher in der nächsten Woche. Wir sehen, dass die Zonalwinde deutlich absacken und dann doch deutlich der Zonalwind eben sich umkehren wird auf östliche Richtungen. Das sehen wir hier, also so ein starkes Signal hatten wir bisher im Winter noch nicht. Bisher war es ja diese zwei Erwärmungen, starken Störungen, die wir hatten, war es ja immer ganz knapp, dass ich nur ganz kurz mal der Zonalwind am nördlichen 60. Breitengrad auf ostmehrheitlich umgekehrt hat. Und jetzt sehen wir schon eine deutliche, sehr große Störung des Polarwirbels, die bevorstehen wird. Was passiert? Ich will das kurz mit einem Blick auf die Nordhemisphäre bzw. jetzt mal auf den stratosphärischen Polarwirbel zeigen. 25 bis 30 Kilometer Höhe. Und wir sehen zunächst mal noch jetzt, Anfang März, ist der Polarwirbel noch relativ gut ausgeprägt, liegt auch in der Nähe des Nordpols, sprich über dem Nordpol in der Stratosphäre. Und dann erfolgt dann Anfang März zunehmend ein markanter Mildeinschub bzw. deutlich wärmere Luft, schiebt sich in der Stratosphäre Richtung Nordpol und es bildet sich mehr und mehr ein Stratosphärenhoch und der Polarwirbel wird dann verdrängt. Das heißt, es findet erstmal so ein Displacement statt. Das heißt, der Polarwirbel verschiebt sich in der Höhe so ein bisschen mehr über Europa in der Stratosphäre. Und dann soll im Verlauf des März, was wohl ziemlich sicher ist, jetzt das Stratosphärenhoch sich mehr und mehr durchsetzen und dann erfolgt eben die deutliche Umkehr von Westwinden mehrheitlich auf östliche Winde. Ja, und das hat gerne Auswirkungen noch dann auch auf unsere Wetterschicht, vor allem, weil das jetzt die größte Störung des Polarwirbels dieses Winters ist und das heißt jetzt klassisch auch zunehmend im Frühjahr, weil der Polarwirbel sich sowieso abschwächt, ist die Neigung zu blockierenden Hochdruckgebieten Nordatlantik, Grönland, Skandinavien sowieso schon erhöht und das kann das Ganze noch verstärken. Dass es eben verstärkt zu blockierenden Hochdruckgebieten kommt. Und das sehen wir auch schon jetzt in der mittelfristigen Wetterentwicklung. Das ist nämlich auch das Stichwort. Wir setzen mal an, was sich tut. Und zwar will ich da mal ein bisschen großräumiger schauen hier so im Bereich Nordatlantik bzw. von den USA bis nach Europa, was sich tut. Blicken wir mal auf die Höhenwetterkarte, sehen wir zunächst jetzt auch noch Anfang März, dass wir eben eine klassische Verteilung haben von Trögen und Keilen, sprich von Hochs und Tiefs. Wir sehen zum einen ein Keil, der doch so ein bisschen so Richtung Grönland sich schiebt. Dann folgt wieder auf dem Atlantik ein Trog und dann ein recht kräftiges blockierendes Hochdruckgebiet mehr so etwas so Richtung Sibirien. Und es tut sich deutlich was. Wir sehen schon die starken Veränderungen der Großwetterlage auf der Nordhemisphäre im Verlauf Anfang März bis zum 6. März. Denn wenn wir mal schauen, soll sich von diesem Keil Richtung Grönland, soll sich was abspalten, das heißt mehr Potenzialaufbau, Geopotenzial, das ist das Höhenwetter, soll sich mehr so ein bisschen so zwischen Grönland und mehr auch Skandinavien aufbauen. Und das Ganze soll dann münden in einer starken Störung auch des Polarwirbels, der dann eben auch weiter unten liegt in unserer Wetterschicht. Denn wir sehen, es mündet dann dazu, dass sich mehr und mehr Richtung Europa und ganz besonders über Skandinavien ein deutlicher Potenzialaufbau erfolgt und hier ein starkes blockierendes Hochdruckgebiet sich im Verlauf der nächsten Woche mit Schwerpunkt irgendwo im Bereich Nordeuropa aufbauen soll. Und das ist dann auch so ein bisschen eine Omega-Struktur, diese Omega-Wetterlage, so wie der griechische Buchstabe, die sich mehr irgendwo im Bereich Europa aufbaut. Jetzt müssen wir uns das Ganze natürlich mal ein bisschen erstmal im Detail anschauen. Zoomen wir mal ein bisschen weiter rein und blicken jetzt mal auf Europa, was das bedeutet. Schauen wir uns die Entwicklung nächste Woche an. Es wird wohl entscheidend werden, vor allem so um den Mittwoch herum, das heißt im Verlauf der nächsten Woche, was sich bei der Großwetterlage da entwickelt, wo doch eine deutliche Änderung zu erwarten ist. Zunächst schauen wir uns mal an. Wir sehen zum Beispiel, dass sich ein kräftiges Hochdruckgebiet, immer mehr Druckanstieg über Skandinavien erfolgt und dann kommt eben auch kühlere Luft immer weiter, die sich langsam auf den Weg aus Osten zu uns macht. Und das sind eigentlich, wie ich auch schrieb,
die klassischen Winterwetterlagen sozusagen. Ja, ein Skandinavien-Hoch, östliche Anströmung. Das würde im Winter eben auch richtig Winter bringen, weil wir jetzt allerdings in den März kommen und zum anderen auch keine extrem eisige Luftmasse dort im Osten liegt. Ist das Ganze natürlich deutlich zahmer, als es jetzt beispielsweise im Januar wäre. Also wir versinken nicht sofort in Schnee und Eis, wenn sich diese Wetterlage einstellt. Ein bisschen was müssen wir uns mal in der Höhe anschauen. Und zwar habe ich jetzt mal Höhenwetterkarten herausgesucht, wo wir nämlich ganz gut die Großwetterlage bzw. die Optionen dann sehen können. Wenn wir mal auf die Karte schauen, hier so für Mittwoch und Donnerstag im Grunde, so Wochenmitte etwa, nächste Woche, sehen wir zum einen ganz gut, wie sich dieses starke, hochreichende, sehr stabile hoch sich über Skandinavien aufbaut und gleichzeitig sehen wir noch an dieser Art Omega-Struktur, die sich auch im ECMWF-Mittel nämlich relativ gut abbildet, dass sich natürlich auch an der anderen Flanke, am Vorderseite dieses Troges über dem Atlantik, doch gleichzeitig milde bis warme Luftmassen auf den Weg nach Norden machen. Also ich hatte das ja auch gestern gezeigt, dieser Kanarentransporter, Kanarenexpress mit diesen milden Luftmassen, auch so von Nordafrika her, der hält natürlich noch so ein bisschen der gegen diese kühlere Luft, die aus Osten kommt. Allerdings tendieren heute Morgen viele Modelle dahin, dass sich mehr und mehr im Verlauf der nächsten Woche dann und im Verlauf Anfang März sich mehr und mehr doch die östliche Komponente durchsetzen soll. Das heißt, die Warmluft an der Flanke, die milderen Luftmassen an der Westflanke des Hochs, die würden erschreckt werden sozusagen durch diese kühleren Luftmassen und die würden im Verlauf der Woche dann langsam abgebaut werden. Dahin tendieren doch jetzt eben die Hauptläufe. Aber ich sag nochmal, es ist natürlich erstmal Mittelfrist, Spekulationsbereich. Es wird auf die genaue Ausrichtung dieses Troges bzw. auf dem Atlantik dieses Troges und des Omega-artigen Hochs und des Skandinavien-Hochs ankommen, wie kühl es wirklich wird und ob wir nicht doch in mildere Luftmassen kommen. Ich will nämlich nochmal zeigen hier aus dem ECMWF-Wettermodell, es deutet sich dann an, dass sich nämlich am Rande dieses Skandinavien-Hochs sich genau über Mitteleuropa und Europa so eine Art Potenzialrinne aufbaut. Das heißt, hier ist der Hochdruck nicht so stark und in der Höhe können Störungen und Tiefdruckgebiete von Osten her durchgesteuert werden, von Osten über Mitteleuropa, über Deutschland, weiter auf den Atlantik raus. Also eine klassische Ostlage, ja im Januar, da hätten wir dann richtiges Winterwetter mit verbreitet, sogar durchaus Dauerfrost wäre da relativ verbreitet möglich. Also wir sehen schon, das ist so ein bisschen die große Frage, wie richtet sich vor allem das Hoch über Skandinavien aus? Und weil wir ja im Bereich der Mittelfrist und Spekulation sind, ja, wir sollten immer im Hinterkopf haben, wir haben es oft genug erlebt, dass der Atlantik doch ein bisschen stärker ist, der Trog auf dem Atlantik, und das Skandinavien-Hoch eher so ein bisschen weiter doch nach Osten drückt, beziehungsweise das Hoch gar nicht schafft, weit nach Westen zu schwimmen. Und dann könnte es nämlich auch sein, das gibt auch die Lösung, dass der Keil, dass es gar nicht diese Potenzialrinne über Mitteleuropa gibt, sondern dass sich ein kräftiger Keil aufbaut, der bis nach Skandinavien reicht, über Mitteleuropa, und ruckzuck hätten wir eben auch eine richtige Frühlingswetterlage. Also das sind momentan Lösungen, die nicht unbedingt in der großen Mehrheit sind, aber alles, was irgendwie kühl und kalt ist, wir kennen das nicht nur aus diesem Winter, sollte immer erstmal mit höchster Vorsicht betrachtet werden. So, schauen wir uns noch mal ein paar weitere Karten an. Und zwar will ich jetzt mal zunächst die Großwetterlagen zeigen aus dem ECMWF-Wettermodell. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt? Da kam gestern auch die Frage, dass sich überhaupt dieses starke Skandinavien-Hoch aufbaut. Das ist eine Grafik, die aus vielen Lösungen des europäischen Wettermodells zeigt, die Großwetterlagentendenz. Was für Großwetterlagen werden berechnet? Und je dicker dieser farbliche Balken ist, beziehungsweise je größer, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich dieses Großwetterlagenregime auch einstellen wird. Und etwa so bis zum 11., 12. März überwiegt ganz klar dieser rote Balken, diese rote Linie. Und das wäre ein Skandinavien-Blocking. Das heißt, dass es im Verlauf der nächsten Woche zu einem starken Hoch über Skandinavien kommt, das erscheint doch relativ sicher. Da gehen im Grunde fast alle Lösungen hin. Wobei ich nochmal sage, dass die genaue Ausrichtung dieses Hochs natürlich darauf ankommt, ob es bei uns nochmal richtig kühl wird oder eben sogar richtig kalt wird. Im weiteren Verlauf habe ich nochmal eingezeichnet, sehen wir eben, dass diese farblichen Balken sehr unterschiedlich sind. Das heißt, die Unsicherheit nimmt logischerweise im Verlauf des Märzes deutlich zu, was natürlich völlig normal ist.
Aber die Mehrheit, ich will es gar nicht zu stark erklären, jetzt zu sehr ins Detail gehen, gehen eher in die Richtung blockierende Wetterlagen, sprich ein Hoch auf dem Atlantik, ein Hoch über Skandinavien, ein negativer NAO-Index, also insgesamt eher für blockierende Wetterlagen. Nur wenige, das wäre hier blau, sprechen für einen positiven NAO-Index, sprich eher so auch für eine Westwetterlage. Das zeigt ja auch der Langfristwettertrend, dass insgesamt der März eher bei uns zu trocken ausfallen soll, was ja auch eher gegen ein stark atlantisch geprägtes Wetter spricht. Jetzt kommen wir zu den Temperaturen und da ist natürlich jetzt auch das Entscheidende, wie kalt wird's denn oder wie kalt kann's werden? Und im Grunde kann ich schon mal vorab sagen, wo ich mir diese Ensembles, das sind ja 50 Lösungen für verschiedene Orte, angeschaut habe, ich war schon ein bisschen erstaunt, trotz der Großwetterlage, was uns so gezeigt wird, dass das Ganze eben gar nicht so wirklich frisch ist. Ich hätte mir schon gedacht, dass da deutlich mehr, deutlich kältere Lösungen drin sind. Aber das zeigt uns zum einen, vorab will ich es nochmal sagen, dass zum einen nach wenigen Lösungen nur überhaupt richtig kalte Luft im Osten liegt, die kommen kann. Sprich, anders gesagt, es liegt keine große, super eisige Kälte im Osten, die bei einer Ostwetterlage angezapft werden kann. Und andererseits haben wir natürlich eben auch März dann schon. Das heißt, die Sonne, die ist schon relativ stark. Die Tage werden immer länger. Das heißt, vor allem tagsüber können sich natürlich die Luftmassen, selbst wenn sie kühl sind aus Osten, schon deutlicher erwärmen. Das mal vorab. Ich habe einfach mal, wo man näher natürlich an kälteren Luftmassen ist, im Osten einfach mal Berlin. Wir machen wieder so ein paar Stichproben, jetzt mal so mehr für Nordost-Ost. Und da sehen wir nämlich für Berlin schon einen relativ großen Tagesgang, was typisch auch schon für den Beginn Frühling ist, sprich kühle Nächte, aber tagsüber gehen einige Lösungen, so die mildesten in Berlin, so gerade mal an die 10 Grad dran. Wir sehen schon für Berlin große Frühlingsmilde oder so, eher nicht zu sehen. Und es gibt im weiteren Verlauf natürlich auch frischere Lösungen, die tagsüber nur noch so um die 5 liegen. Aber was man klar sagen muss, logischerweise, die Unsicherheiten sind noch ziemlich groß, muss man nicht mehr unbedingt jetzt groß erläutern, hatte ich ja schon gesagt, sollte eigentlich klar sein bei diesem Zeitraum. Was aber auch relativ interessant ist, richtig knackige Nachtfröste sind eben auch eher nicht zu sehen. Klar, viele Lösungen sehen dann auch mal Nachtfrost, logisch bei einer Ostwetterlage, aber es gibt noch keine klare Tendenz zu richtig eisigen Nächten. Schauen wir jetzt ein bisschen weiter, wo man eher so ein bisschen an der etwas milderen Luft dran liegt und wo natürlich auch Kälte aus Osten eher noch etwas abgeschwächter ankommt, insbesondere um die Jahreszeit, einfach mal Köln, so für den klassischen Südwesten, Westen. Und wir sehen schon in Köln, was man direkt vorab sagen kann, logischerweise auch hier noch große Unsicherheiten. Aber es gibt eben keine klare Tendenz zu einem Märzwinter oder richtig eisigen Wetter jetzt für März, was noch anstehen kann. So die mildesten Lösungen gibt es sogar. Die kratzen in Köln ja sogar an der 15 Grad Marke und die kühlsten Lösungen gehen eher so auf 5 bis 10 Grad tagsüber. Und auch hier sehen wir eher die Nachtfrost Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch. Das heißt eben, einige Lösungen gehen auch mal ein bisschen unter 0 Grad. Also man kann zusammenfassen, etwas außergewöhnlich Eisiges ist momentan noch nicht in den Wettermodellen zu sehen, aber wir behalten das mal im Auge. Eventuell wird es dann für März doch noch mal richtig frisch werden aus östlichen Richtungen mit dem Skandinavien hoch. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Wir halten euch auf dem Laufenden in den nächsten Tagen. Macht's gut, bis dann und ciao.